Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic Book One. Wir haben beim letzten Mal uns als würdig erwiesen, zumindest ein bisschen, und können jetzt die Attributsboni nochmal einsammeln. Das wollen wir auch gleich mal probieren, aber vorher würde ich nochmal probieren, ob wir hier weiterkommen. Diesem ominösen Gebiet. Das Lasting Light, ja. Gut. Cast Etherealize. Ja, hat funktioniert und... Okay. Dino Lizards waren die harmlosen, Dino Beetles waren die... ich verwechsel die. Offensichtlich. Alle. Welche Zauber das waren? Welche Monster das waren? Und das... Ich dachte, das war irgendwas mit Dino. Aber, nee. Whatever. Wir gucken hier mal ein bisschen rum und konnten ja hier offensichtlich nur mit Etherealize rein. Okay. Was ist das drin? Spell failed, okay. Okay. Moonray funktioniert. What? Okay. Ich glaube, hier sollen wir noch nicht. Sollen wir hier noch nicht her? Okay. Das ging schnell. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ich würde sagen, probieren wir einfach nochmal. Vielleicht hatten wir ja Pech. Die Gefahr besteht ja immer. Okay. Wow, das... Okay. Okay. Wo zur Hölle sind wir hier? 71. Okay. Ja. Okay. 101. Mhm. Okay, am einen haben wir gekillt. Okay, naja. Nope. Okay. ja. Ja, also ich bin ja immer mit unschlüssig, wie wir das schaffen sollen.
Oh, Time Distortion geht auch nicht, okay. Ja. Tschüss. Okay. Ja, also hier, die wollen uns hier nicht. Also, So, Versuch Nummer 3. Ich würde sagen, wir. Ach, come on, Spiel. Ich würde sagen, wir gehen da nicht mehr hin. Vielleicht ist das Endgame-Stuff? Keine Ahnung, was das da ist. Es ist auf jeden Fall nichts für uns im Moment. Wie viele Level sollen wir denn noch höher werden? Es ist doch, wir sind doch 11 und 12. Wenn ich irgendwas im Kopf, was bei 13 Schluss ist? Nee, kann er. Moment, wir haben. Wie viele Zaubergrade haben wir denn? Es gibt 7. Das heißt. Grad 13 müssten wir Grad 7 können, oder? 1 ist 1. 3 ist 2. 5 ist 3. 7 ist 4. 9 ist 5. 11 ist. Ja. Interessant. Also, entweder steigt man noch deutlich weiter auf. Oder wir kriegen, ich meine, wir haben ja noch nicht wirklich irgendeine Form von Ausrüstung, die irgendwie den Namen oder das unser Level verdient. Ist aber ein Teil vielleicht mal, aber eigentlich auch nicht. Also das, was wir gefunden haben oder was wir benutzen an Waffen und Rüstung, ist eigentlich relativ klar. Es ist eine irgendwie plus 3 Plate Mail oder sowas dabei. Aber auch die haben wir schon ewig. Also ich habe das Gefühl, dass wir schon ziemlich lange keine wirklich signifikante Ausrüstungsverbesserung mehr erfahren haben. Ich meine, wir finden sowas. Small Shield plus 2. Ich meine, ja klar, das ist besser als Small Shield und so weiter. Aber wenn ich so in diese wahnsinnig lange Itemliste gucke, wo sollen noch diese ganzen Items rumliegen? Ja, da würde ich sagen, gehen wir erstmal woanders hin. Okay. Könnten wir da mal hingucken. Vielleicht noch ein bisschen Oberwelt erkunden, obwohl ich meine, das ist ja Oberwelt erkunden, die wir bisher gemacht haben, war ja nur so Mittel. die heute meine ich. Gucken wir mal. Yeah. 6-1. 4 Punkte, okay. Bester Spell. Jo, das lohnt sich. Also dieses
Diese große Bandbreite vom Schadenswürfel, also weiß ich nicht, was das ist, 1W30 oder 1W50 oder was auch immer. Es ist wirklich eine nicht besonders glückliche Idee. Also 3W10 zum Beispiel sind viel besser als 1W30 oder noch besser wäre sowas wie, weiß ich nicht, 1W20 plus 10 oder sowas in der Art. Weil man kommt sich echt ein bisschen veralbert vor. Wenn man, weiß ich nicht, einen hochleveligen Zauber zaubert, von dem man erwartet, dass er viel Schaden macht. Okay, die scheinen offensichtlich resistent zu sein, aber trotzdem. Er hatten das ja schon ein paar Mal. Einen hochleveligen Zauber zaubert und er macht dann 2 Schadenspunkte oder so. Dann könnte man es auch lassen. Also das ist irgendwie... Ich meine, klar, das ist das Zufallselement bei Zaubern, ist auch ganz okay, nur das Zufallselement ist das gleiche wie bei niedrigleveligen Zaubern. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer. Also es spiegelt überhaupt nicht den Fortschritt in Mächtigkeit des Charakters wider und das ist so ein bisschen unglücklich für ein Rollenspiel, finde ich. Ich meine, warum gucke ich überhaupt nach? Wir finden da eh nichts. Discard E, Discard E. So, wo wollen wir denn mal hin? Gucken wir mal nach B. Das eine ominöse fällt noch nicht und dann WL. Waren wir da schon drin? Wie kommen wir da nochmal rein? Das war doch so unglaublich kompliziert. Wir könnten auch einfach mal unsere Boni einsammeln. Das geht ja auch. Das ist ja vielleicht auch am... Moment, das habe ich mir da aufgeschrieben, wo wir was haben. Also, wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt wieder eingesammelt zum zweiten Mal das in Dings. Das sollte ich vielleicht mal markieren. Das Luck-Ding in Dragadoon, das haben wir schon, aber wir haben ja noch. Was haben wir denn noch? Wir haben in D2, da waren wir da nicht gerade. D2. Hier hatten wir das Personality-Ding, ich glaube. What? Nein, auf Spare Points, okay. Da mal nix. Wir sollten mal rasten, habe ich den Eindruck. So, aber solange wir hier draußen sind, kann immerhin unser Cleric auch ein bisschen angreifen. Und ab und zu mal sogar was umbringen. Okay. Du hast schon... Giant's Bow war besser als ein Great Bow, oder? Sekunde, nur kurz... Itemlist. Giant's Bow, ich glaube, war
besser. Ich meine, gut, Giants Ball ist zum Beispiel so eines von den Items, wo ich sagen würde, die haben einen extra Namen, die werden wohl, also, ne, die sind schon nicht schlecht. Ja, definitiv besser. Also kann der weg. Obwohl, was habt du? Hast ein Great Ball plus 2. Du hast ein Great Ball plus 2. Haben wir alles schon? Haben wir alles schon. Okay, wir wollten rasten. So. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal. Bitte sehr, bitte sehr. 6-1. Ich meine, klar, wenn man hoch würfelt, wirkt der Zauber auch so mächtig, wie er vom Level her ist, aber wenn man eine 2 würfelt, irgendwie nicht. Naja, egal. So ist es halt. Okay, sind Dino Beetle diese Unzerstörbaren? Okay. Ja, ich glaube, Dino Beetle sind das Problem. Finger of Death? Failed. Okay. Jo, die sind ziemlich unkaputtbar. Hallo, möchtest du? Okay. Ach, das war. Ich hab das per Magic gemacht, oder? Nicht Finger of Death. Okay, na gut. Na, whatever. Okay, also, ja, zack, 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 zack. Clerical Retreat, genau. Who are worthy? Plus 4 Personality. Müssten wir also bekommen haben. Okay, dann E2. Ah, oh, ja, war noch nicht alles erkundet. Warum nicht? Ah, hier war 8, hier war die Spoof, ja. Was ist E2? Ah ja, da in dem, okay. Wir müssen jetzt cast jump. What? Okay. Das ist auch ein Pufffeld? Kann doch nicht sein. War gar nicht markiert. Okay, also dann machen wir das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teleport. Wenn uns das Spiel blöd kommt. Nach Westen, 8 Felder. Ip, up, up, wir sind friendly und ja, das wissen wir alles schon. Okay. Haben wir auch.
Personality haben wir, Intellect haben wir, Endurance war in A1. In A1 weiß ich noch wo. Southeast Area. Okay. Okay. Hi. Retreat? Ach, come on, Spiel. Na gut. Okay. Jo. Wieder also Mittel gewürfelt oder die haben. Nee. Oh, wohl. Mittel gewürfelt. Die haben einfach sehr unterschiedliche Resistenzen, so wie es aussieht. Ja, haut bloß ab. Haut bloß ab. Okay. Oh, nicht magisches Schild, fantastisch. Okay. Okay, also Endurance haben wir 8 gemacht. Dann fehlt jetzt noch, das war ein Dusk, glaube ich, alles. Wie viele Attribute gibt es da nochmal? 7. Welches haben wir nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Might. Might haben wir noch. Wo ist Might? War in Dungeon. Wo ist Dungeon? Portsmouth Dungeon, okay. Gut. Down Portal. Portsmouth war 2. Ja. End of Portsmouth. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich ein bisschen Food kaufen. Food search was see anything like? Yes. Yes.
Okay, Dungeon. Wie kommen wir ins Dungeon? War hier, glaube ich. Yes. Darkness. Okay. Sterbt, sterbt bitte. Danke. Das war der, oder? Okay. Gut. Haben wir das auch? Moment. Might 31, nicht schlecht. Ich meine, nicht zu vergleichen mit dem, was man so in Might Magic 3 bis 5 hatte, aber. Jetzt fehlt noch Dusk. Da können wir direkt hin. Dusk ist. Oh Gott. 4. Dungeon ist hier. Das war, Gott, wo war das denn? Also das eine ist oben rechts und das andere. Könnten noch mal zu dem Schrein gucken. Wir kriegen ja da noch ein Item. Irgendwo muss doch noch. Speed, SP, ich bin doof. Und blind und alles. In den Portals waren wir, glaube ich, hier auch noch nicht. Aber gut, wir machen erstmal eins am anderen. Habe ich das nicht gerade schon gemacht? Egal, machen wir nochmal. Okay. Rasten. Dann gucken wir mal für Spaß hierhin. Okay. Gucken, ob wir von was Oxam
Oxar. Noch wieder ein nettes Item bekommen, das gab's ja immer. Outdoor only, natürlich, das war das Problem. Also er hätte Undead Dings machen können, na egal. Okay, den letzten Blob. Gut. Wir finden. Bracer. Du hast schon Bracers 8 und 4 sind nicht so gut. Also Discard E, Discard E. So, da mal schauen. Shrine of Oxa, pray, yes. Your leader is of clear mind. You found. Okay. Okay, na ja, gut. Lohnt sich also offensichtlich nicht immer. Hier ist alles voller Fallen. Also wollen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Können wir uns 9 weit teleportieren? Nach Osten, 9 geht, ja. Yep. So, dann Accuracy. Ja. Yep. So, dann wollen wir... nach Süden, und zwar 5 Felder. Nach Süden 4 Felder. Okay. Gut, müssten wir das alles erledigt haben. Ich meine, wenn wir schon hier sind, können wir auch nochmal... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr nicht in alle... Oder? Gucken wir mal. Wo führt uns das hin? Retreat? Ne, natürlich. Ja, überleben wir schon. Irgendwie. Okay, hier sind wir in unserem Magic Square. Okay. Wo
Könnten wir dann nochmal hingucken. So, jetzt haben wir also auf jeden Fall unsere Worthiness ausgenutzt und haben alle unsere Attribute nochmal geboostet. Da würde ich sagen, geht's mal zurück nach Hause erstmal. Wirklich? Komm schon, geh weg, geh weg. Okay. C2 sieht relativ gut erkundet aus. Gucken wir mal. C1 auch. Wo hatte ich denn... Wo war ich denn? Ich war in B. Da war... Genau, WL. Da wollte ich mal hingucken. Würde sagen, da gucken wir jetzt mal hin. Geht hier in Trivialize. Dann können wir nämlich ein bisschen abkürzen. Ja, geht. So, was haben wir hier? Ancient Ruins of a Deserted Wizard's Lair show signs of recent use. Enter, yes. Ja, hier waren wir auch genau einmal drin und sind offensichtlich ganz schnell wieder weggelaufen. Okay, na gut, wollen wir mal gucken, was hier ist. Okay. Sinn. Okay, das ist machbar. Sind wir immun gegen Freunde? Könnte knicken. Okay. Okay. So, hier haben wir einiges an Möglichkeiten. Wir sind nicht ganz im Süden. Wild Boss und Demon Dog, alles machbar. Wow. Das macht einen Spaß. Hast du irgendwas zum... Halt, das Floss wird so, okay. Okay. Viel schlimmer als das Spinnen ist das Geräusch. Hört das auf?
Okay, ist das so gedacht, dass so Spinner funktionieren? Ich dachte, das. Okay. Also das. Gefiepe ist ehrlich gesagt schlimmer. Jump. Oh shit. Okay. Ich entschuldige mich bei allen, die das mit Kopfhörern hören, so wie ich gerade. Okay. Okay. Fantastisch. Nee, aber gut zu wissen, dass die hier sind. Nein. So. 5 Cursed, 1, 5, so. 6 Cursed, 4, 6, so. Cursed Teleport. East. Geht, gut. Na gut, guck mal, ein Raum, gucken wir uns da an und ich würde sagen, ach, come on, Sin. Irgendwas? Hallo! Und dann werden wir beim nächsten Mal den Rest vom Wizards Lair erkunden. Es ist zumindest mehr als ein Level. Das ist ja schon mal klar. Und ziemlich lästige Spinnerfelder. Oh Gott. Ja, vorstelle, dass sich bei Bartzell 2 Spinner auch noch dieses Piepgeräusch gemacht hätten. Oh. Irgendwas? Nope. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter im Ancient Wizards Lair und gucken mal, was wir hier so machen können. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.